So, neue Runde Dragon Age Inquisition aus der Himmelsfeste. Haben uns hier ja beim letzten Mal schon ein bisschen in unserem neuen Zuhause umgeschaut. Tja, schön in den Bergen gelegen. Und da unten sehen wir Verrek, der genießt hier offenbar auch die Aussicht. Und mit dem müssen wir im Rahmen der Hauptquest, aus der Asche heißt das Ganze, jetzt nur Unterhaltung führen. Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier mit ihm reden. Irgendwie hat er doch so einen geheimen Besucher für uns. Und ich rechne ja damit, dass es der Champion aus Kirkwall ist. Da ja auch Cassandra ihn nicht mögen wird. Das war ja in Dragon Age 2 so. Und. Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Habe ich Wobei doch ich richtig diesen gedacht. Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Corypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Ja, er sieht ziemlich wild aus, der gute Hawk. Diese Aussicht erinnert mich an Kirkwall. Von meinem Balkon konnte man die ganze Stadt überblicken. Anfangs war ich begeistert, doch irgendwann sah ich nur noch die Leute, die von mir abhängig waren. Tja, ich glaube, so wird's uns demnächst auch ergehen, wenn wir jetzt hier als Inquisitor rumziehen. Seid froh, dass es nur eine Stadt war. Bei mir ist es halb Thedas. Ihr tut, was ihr könnt, um sie zu beschützen. Wird das Ganze irgendwann leichter? Ich fürchte, nein. Ich neide euch nichts, Inquisitor. Aber vielleicht kann ich euch helfen. Verrek sagt, ihr hattet schon mit Corypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Also Corypheus auch von den Toten zurückgekehrt? Das ist auf jeden Fall nicht gut. Corypheus hat also die Venatori, die Roten Templer und jetzt vielleicht auch die Wächter? Wunderbar. Ich bringe nicht nur schlechte Nachrichten. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Corypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Okay, und was hat er da untersucht? Irgendwas Wichtiges? Wenn ihr nichts von Corypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzten ein seltsames Lyrium. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Corypheus hatte in Haven Templer bei sich. Sie sahen aus, als wären sie dem Lyrium ausgesetzt gewesen, das ihr beschreibt. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Tja, da müssen wir uns auf jeden Fall schon mal bedanken. Danke für eure Hilfe. Ich mache das ebenso für mich wie für euch. Corypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor? Okay, Wächter finden Einsatz verfügbar. Und wir können uns jetzt noch ein wenig weiter mit ihm unterhalten. Wir forschen natürlich auch, sind ja neugierig. Lalalala. Ja, erstmal, wo war er überhaupt die ganze Zeit? Wohin seid ihr nach der Rebellion der Magier gegangen? Es hieß damals, die Kirche könnte versuchen, die Rebellion mit einem erhabenen Marsch auf Kirkwall niederzuschlagen. Ich hatte gehofft, wenn ich gehe, würde ich Leben retten und die Göttliche zwingen, ihre Truppen aufzuteilen, um mich zu jagen. Aber das hätte ich mir ebenso gut sparen können. Wenig später rebellierten alle Zirkel und der erhabene Marsch fand nie statt. Tja, dumm gelaufen, würde ich mal so sagen. Okay. Ja, warum ist er eigentlich alleine hier? Es heißt, ihr hättet Familie und Freunde in Kirkwall. Wo sind sie jetzt? Als alle Wächter begannen, sich seltsam zu verhalten, bat ich meine Freundin Avelyn, meinen Bruder aus den freien Marschen wegzubringen. Mein Onkel Gamlan ist noch immer in Kirkwall, aber all die anderen, die ich dort kannte, die sind in alle Winde verstreut. Ja, alle genannten Personen, auch Bestandteil von Dragon Age 2 gewesen. Und was ist eigentlich in Kirkwall passiert? Verrek sagte, ihr wart der Champion von Kirkwall. Ich weiß bis heute nicht genau, was dort passiert ist. In Kirkwall ist genau dasselbe passiert wie überall. Getrieben von ihrer Angst vor Blutmagie und Abscheulichkeiten unterdrückten die Templer den Zirkel. Und in ihrem verzweifelten Versuch zu überleben, wandten sich die Magier des Zirkels der Blutmagie zu. Oder wurden abscheulich.
Schließlich zerstörte ein aufständischer Magier namens Anders Kirkwalls Kirche. Und alles stürzte in sich zusammen. Tja, der gute Anders. Das waren Freiheitskämpfe. Ich habe gehört, Anders war euer Freund. Wie war er so? Ich weiß nicht, ob es je nur einen Anders gab. Er war verrückt. Am Ende war nichts mehr in ihm, außer dieser kranke Drang, einen Krieg zu entfesseln, den niemand gewinnen konnte. Okay, da hat er die Ereignisse nochmal kurz zusammengefasst. So, und was ist jetzt mit Korypheus? Er hat ihn offenbar schon mal getötet. Ihr habt gesagt, ihr dachtet, ihr hättet Korypheus getötet? Die Grauen Wächter hatten ihn eingesperrt. Sie benutzten das Blut meines Vaters für ein Ritual, um ihn in seiner Zelle zu halten. Doch er konnte noch immer ihre Gedanken manipulieren und hetzte sie auf mich. Und ich dachte nicht nur, ich hätte ihn getötet. Als der Kampf vorbei war, lag er tot vor mir auf dem Boden. Vielleicht brachte ihn seine Verbindung zur Verderbnis zurück oder seine alte Magie aus Tevinter. Jedenfalls war er tot, das schwöre ich. Tja, jetzt ist er definitiv nicht mehr tot. Tja, und was hat Varric euch erzählt? Ich nehme an, Varric hat euch über die Inquisition ins Bild gesetzt. Was hat er über mich gesagt? Nur Gutes, das versichere ich euch. Ich war wirklich überrascht. Varric ist an sich kein großer Freund der Religion, aber von der Inquisition hält er sehr viel. Tja, und das war's dann offenbar schon. Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns in Kammwald. Ah, Kammwald. Ja, das ist wahrscheinlich ein Gebiet, das jetzt neu bereisbar ist. Oder zumindest sind wir da in der Lage, das zu erkunden. Ich glaube, es sieht auch so aus, als wenn wir da 8 Macht für einsetzen müssten. Ja, das machen wir allerdings dann auch in unserem Kartenraum, im Kriegsrat. Was hat sich denn hier noch getan? Hier wartet der Abgrund. Ein Freund von Varric namens Hawk hat schon einmal gegen Korypheus gekämpft und fürchtet nun, die grauen Wächter könnten unter dem Einfluss dieser uralten dunklen Brut stehen. Hawk hat bei den Wächtern einen Kontaktmann, der vielleicht mehr darüber weiß. Ja, und den geht's dann hoffentlich, oder denke ich mal, müssen wir diesen Kontaktmann finden? Vielleicht im Kammwald? Wir werden da früher oder später auf jeden Fall hinreisen. Okay, und böse Augen und böse Herzen. Ah, das war das mit Orle, die Königin Celine ist ja in Gefahr, oder Kaiserin. Und da müssen wir jetzt warten auf eine Einladung zu so einem Maskenball. Ja, das sind die beiden Punkte, die uns in der Hauptstory weiterführen können. Allerdings habe ich mir so gedacht, vorher vielleicht mal das ein oder andere Gebiet zu erkunden. Hauptstory hatten wir jetzt zuletzt eigentlich schon genug. Ach, was für ein Ausblick. Gut, aber keine Zeit hier, um lange rum durch die Gegend zu gucken. Ich würde mal sagen, wir versuchen irgendwie unseren Ratsraum wieder zu finden. Gar nicht so schwer. Ich meine, gar nicht so leicht. Denn so richtig einen Plan hier von der ganzen Festung habe ich noch nicht. Ich glaube, hier unten sind wir auch noch nicht gewesen, oder? Nee. Das haben wir letztes Mal noch nicht abgegrast gehabt. Zumindest einmal schauen hier. Zelte. Ah, da ist ein Wundarzt. Mit dem könnten wir vielleicht reden. Ein paar Verletzte liegen hier auch offenbar. Schnell mal forschen. Ja, gibt's viele? Haben wir viele Verwundete? Es werden von Tag zu Tag weniger. Die am schwersten Verletzten haben die Reise zur Himmelsfeste nicht überlebt. Was die anderen angeht, sie werden entweder gesund oder... Oder nicht. Ich tue mein Bestes, dass sie ohne Schmerzen sterben. Oh, wie edel. Na gut. Ja, ist er neu hier? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Der Kommandant hat mich aus den Flüchtlingslagern geholt. Ich habe die Pilger dort notdürftig versorgt. Knochenbrüche, einfache Amputationen und dergleichen. Einfache? Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und gibt's hier sowas nicht auch Magier? Ihr seid keine Magierin. Sollten wir das hier nicht den Heilern überlassen? Magie kann nicht alles heilen. Und wir sollten uns nicht auf sie verlassen. Der Wissenschaft, euer Gnaden, gehört die Zukunft. Gute Gesundheit hat nichts mit Magie zu tun. Sie ist vielmehr eine Frage der Ernährung, der körperlichen Ertüchtigung und des Humors. Ja, das ist Ansichtssache, ne? Der eine sieht so, der andere sieht's anders. Weitermachen.
So, also nicht viel Neues hier. Dass hier Verwundete rumliegen, die eventuell auch sterben könnten. Sieht man ja. Was haben wir hier noch? Ah, da steht Der Auftrag Kallen. wurde verschickt. Ja, Kann ich Kommandant. mir das merken? Hä? Was ist hier? Kohl suchen? Ah, Kohl, das ist, glaube ich, dieser kleine, komische Junge mit dem riesen Feuerwehrhut oder was das da war. Hier geht's offenbar raus, aber das Tor ist zu. Will uns keiner rauslassen. Naja, vorsichtshalber. Können ja auch per Schnellreise oder was weiß ich über unsere Taktiktafel reisen. Kann das Tor ruhig zubleiben. Der Sicherheit willen. Okay, dann aktivieren wir das hier mal. Kohl suchen. Mal sehen, was bei rauskommt. Da ist er. Aber das widerspricht allem, was wir über das Nichts wissen. So ist es. Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen. Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Ups. Wohl eher ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist. Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Sind alle Geister Dämonen? Immerhin hat er uns ja geholfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich noch komplizierter brauche, Solus. Ihr müsst verstehen, was diesen speziellen Geist derartig einzigartig macht. Drückt euch klar aus, Solus. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber ihr behauptet doch, Cole sehe wie ein junger Mann aus. Haben wir es also mit Besessenheit zu tun? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig, Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen. Ich würde vorschlagen, es ihm zu gestatten. Nö, erzähl erstmal mehr. Wer weiß, was wir uns da ins Haus holen? Was meint ihr mit Besessenheit? Geister und Dämonen wechseln aus dem Nichts in diese Welt über, indem sie sich mit irgendetwas hier verbinden. Cole hingegen hat sich willentlich in menschlicher Gestalt manifestiert, ohne von jemandem Besitz zu ergreifen. Tja, und die Dämonen bei der Bresche? Die Dämonen, die durch die Bresche oder die Risse kamen, haben auch von nichts Besitz ergriffen. Diese Dämonen wurden gegen ihren Willen hindurchgerissen und von dieser Welt in den Wahnsinn getrieben. Cole jedoch war schon vor der Bresche hier. Soweit wir es sagen können, lebt er schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren hier. Er sieht wie ein junger Mann aus. Im Grunde genommen ist er ein junger Mann. Es ist bemerkenswert. Tja, ich würde mal sagen, wir reden wohl erstmal mit ihm. Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat. Wo ist er Nicht jetzt? gleich ablehnen. Wenn sich keiner von uns an ihn erinnert, könnte er überall sein. Da hinten ist er doch. Er kennt doch den Hut. Ja, Solas als Geisterexperte. Der wird schon wissen, was zu tun ist. So viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst runter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag. Weißglühender Schmerz, alles brennt. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich werde, ich sterbe, ich bin... tot. Ach, er kann offenbar die Gedanken der Verletzten lesen. Fühlt ihren Schmerz? So nah und bei so vielen von ihnen ist er lauter. Möchtet ihr irgendwo hingehen, wo es für euch angenehmer ist? Ja, aber nur hier kann ich helfen. Jeder Atemzug wird langsamer, wie in einem warmen Bad. Ich gleite davon. Der Geruch der Haare meiner Tochter, wenn ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Er ist fort. Tja, die Verletzten sterben. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken, scheuernd. Ich bin durstig. Hier. Er scheint die Schmerzen der Leute zu spüren, irgendwie. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern.
Aber irgendwie scheint ihn das auch ein bisschen mitzunehmen. Er ist offenbar wirklich ein freundlicher Geist. Ein Kasper. Ihr nutzt eure Kräfte als Geist, um den Leuten zu helfen? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht. Ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert, aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Tja, ich würde mal sagen, kann vielleicht gar nicht schaden, den bei uns zu haben. Wenn er denn will. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja, ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Er scheint zwar etwas verwirrt, aber er trotzdem. Es tut so weh, so weh. Oh, Erbauer, bitte lass den Schmerz vergehen. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. Was wird das jetzt? Aktive Sterbehilfe oder wie? Gebt ihm eine Chance. Ihr sagt, es wird Stunden dauern, bis er stirbt. Aber ihr könnt euch dessen nicht sicher sein. Sein Körper versagt. Er könnte sich wieder erholen. Oder die Heiler finden doch noch eine Möglichkeit, ihm zu helfen. Woher wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ebenso wenig wie ihr. Das ist einfach Teil des Lebens. Versucht es. Ich möchte hier bleiben. Ja, wir scheinen ihn überzeugt zu haben. Oder? Er stimmt sogar absolut zu. Erstaunlich, erstaunlich. So, ach, der vergessene Junge. Das war sogar noch eine Quest, die wir hier hatten. Gut, den haben wir also jetzt offenbar in unser Trüppchen aufgenommen. Tja, so ein Geist hat nicht jeder dabei. Dann gucke ich doch mal gleich. Was ist er überhaupt? Ich denke mal, vielleicht Magier. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Nee. Er ist ein Schurke. Das hätte ich nun nicht gedacht. Okay, die Punkte muss ich noch verteilen wieder bei ihm, also komplette Skillung. Ja, er ist wirklich ein Schurke. Das, was ich zuerst hatte, das war ja die Skillung von Bess, Mann. Bin ich bekloppt. Ja, 11 Punkte können wir verteilen. Mache ich aber in der Pause. Mal schnell gucken, was er denn so anhat. So, kein Foto, kein Gruppenfoto von ihm. Als Geist vielleicht, nicht machbar. Ah doch, da ist er. Mit seinem Riesenhut. Okay, was hat er denn für Waffen? Er kann auf jeden Fall die Schlangenklinge kriegen, wenn er denn nichts Besseres hat. Ne, die Waffen, die er anhat, oh. Alte Gammeldinge. Da muss ich definitiv was dran machen. Und dann wird das mit der Rüstung ganz genauso sein. Ja, das mache ich auch in der Pause nach dieser Folge. Ein paar Minuten haben wir noch. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir hier in unserer Festung schon alles abgegrast haben. Quartiermeisterin, da waren wir definitiv noch nicht. Frage ist natürlich, wie kommen wir da am dümmsten hin? Kommen wir hier rüber? Ne. Außenrum, denke ich mal. Was haben wir denn da? Untersuchen? Irgendein Zettelchen. Neuigkeiten aus Cedars. Haven wurde von irgendwen angegriffen. Vernichtet. Naja, das wissen wir. Die Ereignisse kennen wir. Ist ja noch gar nicht allzu lange her. Quatsch, Mann. Nee, hey, bei Kallen waren wir doch schon. Ja, mein Orientierungssinn.
Ganz super. So. Ich markiere mir die mal hier, die Quartiermeisterin. Tren hieß die, ja. Die hatten wir in Haven definitiv gerettet. Also musste hier auch irgendwo rumschweren. Cassandra. Aber offenbar steht sie hier noch nicht. Naja, vielleicht später irgendwann. Wenn das Ganze hier ein bisschen ausgebaut ist oder so. Keine Ahnung. Na gut, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.